Commander. Ja, huhu, hier wieder beim Koali und bei XCOM 2. Das ist jetzt schon eine Weile her, dass ich gespielt habe. Ich habe gerade noch mal ein paar Leute editiert. Implementiert. Den Oldschool-RP, den Mishka und den Justikon. Und wir müssen aber auch noch mal in die Waffenkammer. Denn ich habe auch noch hier eine Nachricht bekommen von Backfisch. Hier. Und zwar nicht vom Backfisch, von Plastiklöffel. Das Plastiklöffel. Oh nee, das ist doof. Nehmen wir Plastik Löffel. So. Löffel will männlich sein. Moment. Männlich. Und Deutsch. Mal nachgucken hier, was sie mir geschrieben hat. So, Biografie müssen wir dann auch wandern hier. Weg durch Amerika, bla bla bla. So. Accessoires, den Helm entfernen wir mal. Für Löffel passt doch bestimmt noch so ein Cap. Hier so ein umgedrehtes Space Cap. Haben wir auch manchmal auf. So. Dann brauche ich keine Haare machen. Ich spare mir einen Schritt. So, farbtechnisch alles egal, braune Augen. Okay. Hautfarbe passt soweit. Rüstungsfarbe. Was haben wir denn noch nicht so oft? So einen weißen haben wir noch gar nicht hier. Weiß. Weiß und grau oder so. Dunkles Grau. Okay, Waffenfarbe. So ein knalliges Grün. Oh Gott. So. Britisches Englisch will ich reden können. Forscher. 10-4. Affirmative. Already there. Running. Got it. Moving. Jo, Haarfarbe, Augenfarbe, braun, stimmt auch. So, ja. Gesicht, vielleicht eher das. So. Waffenmuster können wir noch machen. Hier so Smileys. Zack. So, und Körper. Ein bisschen anderen Rüstungstyp. Den vielleicht. Zap. Beine. Läuft. Willkommen Plastiklöffel. Zurückweichendes Haar mittellang. Ja.
So, dann haben wir den, also die, die ich jetzt rein editiert habe, die tauchen dann später irgendwann auf. Als VIP oder so vielleicht sogar. Alles klar. Dann gehen wir doch jetzt mal hier in unseren Einsatz. Denn wir hatten hier ja einen Widerstandsratseinsatz. Operation Knochiger Komplex. So. So viel Spezialisten brauchen wir nicht. Ein Sniper ist auf jeden Fall sinnvoll. Ich glaube, ich will den Lestrak wieder dabei haben. Ist der schon wieder fit? Ja, der Lestrak ist fit. Weil zwei von Grenadieren immer ganz nett sind. So. Ein Spezialist kann nie schaden und ein Sniper, alles klar. Dann schauen wir mal, ob wir noch ein bisschen Waffenverbesserung haben. Hier fortschrittliches Automatikladezeugs. Okay. Und der Lesrak. Du kriegst ein Laservisier. Zack. Ist klar. Eine geballte Grenadier-Power mitnehmen hier. Kein Ranger. Aber gut. Starten den Einsatz. Och, dringt den fünften Charakter zu. Sky Ranger eingesetzt. Man ist bereit für Einsatz. Jo, starten wir den Einsatz. Der Sprecher hat uns über einen Alien-Kollaborateur informiert, der in einem Advent-Transporter die Gegend hier durchquert. Der Verlust dieser Person wäre ein schwerer Schlag für die Aliens. Also erledigen wir die Sache. Finden Sie das Transportfahrzeug und neutralisieren Sie die VIP und den feindlichen Widerstand. Vorzugsweise sollen wir das Ziel lebend bergen, aber setzen Sie alle nötigen Mittel ein. Da fliegen Sie, unsere Truppe. Werden Sie dem Tode geweiht sein? Irgendwann wird es passieren, dass einer unserer Soldaten stirbt. Ziemlich grün heute, unsere Truppe. Menes 1-5, Zielort bestätigt. Sofort angreifen. Eliminieren Sie alle Feinde. Okay. Wir operieren im Schatten. Alles klar. Okay, hier ist der Abholpunkt und hier ist das Ding. Das heißt, hier oben können wir den Umbran ganz gut pastieren. So, wie ist das? Hier der unser Max hatte doch, wenn der Trupp aufgeweckt wird, bleibt dieser Soldat verborgen. Das heißt, mit dem können wir gut scouten. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. So, okay, hier ist erstmal nichts. Alles klar. Wir haben wieder eine Rundenbegrenzung von 12 Runden. Kotzt mich ja schon wieder an, ne? Dann mal los. Muss ja sagen, die Autos in der Zukunft gefallen mir gar nicht. In Ordnung. Alles so Plastikteile hier, ey. Alles die Aliens schuld. Okay. Max. Okay, hier scheint irgendwas zu sein. Nach, ich rück aus. Kann er was sehen? Nein, er kann nichts sehen. Da drin wird man gesehen, alles klar. Schau dir das doch mal an. Bin auf dem Weg. Kann immer noch nichts sehen, okay, alles klar.
Hier hinten scheint irgendwas zu sein. Ja. Okay. Position bestätigt. Langsam vorrücken. Also das heißt langsam, ist schon relativ fix, was ich hier mache. Position bestätigt. Den Umbrern müssen wir gleich auf dem Dach platzieren irgendwie. Mal näher. Wird erledigt. Okay. Da draußen ist etwas. Da kommen sie. Okay, da hinten steht einer rum und auf der Straße patrouillieren sie. Alles klar. Das heißt, wir bewegen uns vorsichtig erstmal mit dem Max. Hier wird man überall gesehen. Ist jetzt ja nicht so geil. Umbreon, Backfisch können nach hier. Bestätigt. Rücke aus. Geht mal in den Overwatch. Feuerschutz. Der Lesrak kommt leider nicht bis nach hier. So ein Ärger. Da wird er gesehen. Ist doch scheiße schon wieder. Dem Umbrand würde ich ganz gerne schon nach oben. Vielleicht ist man nach da. Nähere mich der Zielposition. Scannergebiet. So, bis nach hier kommt einer. Kannst du eine Granate bis zu denen schmeißen, Max? Kannst du nicht. Okay, alles klar. Dann geh mal nach hier oben. Obwohl, nee, das ist dann... Nee. Hierhin? Wechsle Position. Overwatch. Verstanden. Halte die Augen offen. So, du kommst nicht nach hier oben. Kommst bis nach hier. Kommst auch bis nach da. Verstanden. Rück ab. Okay. Overwatch. So, falls wir entdeckt werden, wo kommen sie lang? Gehen weiter. Hinter den Wagen. Okay. Die patrouillieren hier lang. Was ist hier? Oh, ein Roboter. Ausgerüstete mechanisierte Kampfeinheit. Wir müssen nach Schwachpunkten suchen, wenn wir das Ding besiegen wollen. Weia. Das sieht nicht gut aus, Leute. Okay. Hast du Sicht auf die? Du hast Sicht auf die. Sicht auf den mit 100%. Schon geil. Es gefällt mir nicht, wie die hier laufen. Und die VIP ist ja auch hier vorne schon. Vielleicht bleiben wir einfach noch eine Runde im Feuerschutz und hoffen, dass die wieder zurücklaufen. Das wäre eigentlich ganz gut. Ich
selbst machen. Ne? Auch wenn ich dafür vielleicht eine Runde verweile. Feuerschutz. Bestätigt, Überwachung läuft. Jo, sie gehen wieder zurück. Aber hier war es cooler. Hier kriege ich die besser. So, und die gehen auch wieder zurück. Sehr schön. Okay, jetzt sieht das... Feindliche Abfangjäger sind auf dem Weg zu ihrer Position. Sieht das für mich ein bisschen geiler aus. So, wo ist der Umbrian? Hat er jetzt schon Sicht? Der hat jetzt schon Sicht mit 100%. Sehr gut. Die müssten eigentlich alle schon Sicht haben. Warum der Max keine Flanke hat, für den weiß ich zwar nicht, aber gut. Der hockt da gerade in halber Befehl bestätigt. Deckung. Dann gehen wir mal in ganze Deckung. So, der Umbrian wird gleich eröffnen. Backfisch. Feuerschutz. Scanne Gebiet. Leswak. Erstmal Max Feuerschutz. Biete Feuerschutz. Und auch du Feuerschutz. Bestätigt. So, und der Umbrian eröffnet jetzt. Gegen den Schlangerich oder gegen den? Ich glaube, den kann er sogar mit einem guten Schuss. Kannst du den mit einem guten Schuss ausschalten? Ja, kannst du. Komm, Umbrian. 100%. Gib mir einen Crit und dann... Ach, scheiße. Sie kennen unsere Position. So, jetzt kommen sie. Schlangerich. So, und jetzt kriegen sie einen auf den Deckel hoffentlich. Ah, daneben. Okay, nee. Schlangerich ist hin. Ne, ist noch nicht hin. Okay. Fuck! Ich fühle mich nicht so gut. Der arme Lesrak. Wir haben das Ziel gefunden. Manus 1-5, Zielidentität bestätigt. Manus 1-5, wir sind hier, um die VIP zu sichern. Schlagen Sie sie nieder und bringen Sie sie mit. Okay, jetzt sind wir hier noch so Roboter-Typen. Der kommt hoch zu mir. Puh. Das war knapp. Ja, das war knapp. Das ist richtig. Aber Umbrian hat einen... Nein, das war... Boah, okay, daneben. Könnt euch gegenseitig nichts tun. Ich muss mich zusammenreißen. Alles klar. Max? 50% auf den. Nehme ich. Läuft. Okay, haben wir den Lesrak wieder frei. Feind neutralisiert. Wurde gesehen. Ja, das lässt sich jetzt nicht verhindern. So, hier oben. Umbrian, du hast einen freien Schuss, glaube ich, ne? Blitzschnelle Hände, feuere Pistole auf ein Ziel, dieser Angriff kostet keine Aktion, jawohl. Schieß mal. Yes, so muss es sein. Das war's so, für dann dich. Hast du 100% auf den. Er hat noch Rüstung, ne? Der ist stuck, kannst du schon was machen? Meine Deckung. Bin unterwegs. Schieße mal die Rüstung weg hier. Sehr gut, zerschreddert. Abgeprallt. So. Brauche Munition. Ja, jetzt sind wir noch Backfisch. Backfisch kann gerade niemand sehen. Das ist irgendwie nicht so geil. Umbrian.
Schaffst du die 4 Schaden? Yes! Das war wichtig. Sehr gut umgehauen. Hab ihn erwischt. So, und hier unten steht ja jetzt noch ein Soldat. Den können wir vielleicht mit einem Feuerschutz ein bisschen eindämmen. Mir entgeht nichts. Ja, schön. Komm, Backfisch. Gib ihm. Backfisch ist daneben. Das zweite Mal. Beim nächsten Mal schaffe ich ihn. Ah, diesmal trifft es den Umbreon. Gib ihm. 3 Schaden, ja, sehr schön. Okay. Noch was? Dann mache ich das einfach. So, der ist jetzt disorientiert. Jetzt schnelle Hände geht nicht mehr. Okay, er hat nur 32%, den zu treffen. Dann mach mal einen Reload. Alles im grünen Bereich. Kriegst du jetzt hoffentlich Unterstützung. Leswak. Leswak kann den sehen. Feuer. Sehr gut, Leswak. Gut den Umbrang geschützt. Hab ihn erwischt. Okay. Waffe leer! Eine Beförderung für Leswak. Okay, Waffe leer. Max Monster. Ich würde mich jetzt noch nicht so weit vortrauen, ehrlich gesagt. Bin unterwegs! Da. Okay, Backfisch. Mal ein Reload. Nachgeladen! So, dann kannst du noch laufen irgendwo hin in Deckung. Hier hinter den Truck. Und ab geht's! So, Umbreon hat auch nachgeladen. Kann er auch noch was machen? Kann auch laufen. Rücke aus! Alien-Aktivität. Ich muss in den Nahkampf mit dem, ja. Ich darf den nicht von weitem erschießen. So ein Ärger. Bin schon unterwegs. Da kommt noch was. Ich sehe Edwin-Truppen. Okay. Noch ein Schlangerich. Und noch so ein Typ mit einem Schwert. Könnt ihr was hacken? Achso, ich könnte den Turm hacken. Nee. So, Backfisch. Du siehst nichts. Ah, die Deckung hier ist auch echt ein Hundsmiserabel. Rücke zu Zielkoordinaten vor. So, jetzt hat er Sicht auf den. Aber hat keine Munition mehr. Nachladen. Alles im grünen Bereich. Bestätigt. Rücke aus. Overwatch. Feuerschutz. Max. 36%. Overwatch. Biete Feuerschutz. 82% auf den von Umbreon. Das nehme ich. 5 Schaden, perfekt. Einen noch. Okay, daneben. Bin unter Beschuss. Jetzt gibt's den Overwatch. Sehr schön. Ziel eliminiert.
Nur noch den Schlangerich. Und nur noch 5 Runden, um den Typ hier zurück zu dem Abholpunkt zu bringen. Das ist, könnte auch knapp werden. Okay. Jetzt sind wir wieder dran, ne? Oh, noch 4 Runden, Leute. Das ist scheiße, ist das. So, 55%. So, 3 Schaden. Munition ist gleich alle! Lesrak, nach vorne. Position bestätigt. Jetzt hat er Sicht. Komm, mach mal eine Granate auf den. Klau ihm gleichzeitig die Deckung. Dann kann der Umbreon den nämlich finishen. So, Backfisch. Ja, Umbreon. 98%. Läuft. Feind vernichtet. Der hat vielleicht etwas bei sich. Okay, Backfisch in den Overwatch. Scanne Gebiet. Manus 1-5, feindliche Abfangjäger nähern sich mit hoher Geschwindigkeit. Ihr Evakuierungsfenster schließt sich. Ja, es könnte ein Problem geben, Leute. Bisher kommen wir ganz gut mit unseren Sachen hier klar. So, Max. Gremlin-Heilung, Hilfsprotokoll. Ich muss neben dem laufen. Jetzt kann ich den überwältigen. Okay. Menace 1-5, Status bestätigt. Zielpaket ist gesichert. Jetzt kann ich den jetzt irgendwie aufheben oder so? Muss ich den aufheben? Nimm die feindliche VIP, extrahiere die VIP an der vorgegebenen Position. Okay, anscheinend muss ich den irgendwie aufheben. Begebe mich zu dieser Position. Einheit tragen. Okay. Wenn es sein muss, tragen wir dich auch. Und zurück. Verstanden. Rück ab. Okay. Backfisch macht wieder Overwatch. Feuerschutz. Der Umbreon wird auch schon mal nach hier unten laufen. Bin auf dem Weg. Und in den Pistolen-Overwatch wechseln. Okay, da kommt was. Menes 1-5, wir haben ganz schön spannend, der auf dem Weg zu ihrer Position ist. So, 2 Runden noch. Lesrak, schaffst du es schon in die Extraktionszone? Nee, noch nicht. Verstanden. Aber fast. Sehr gut. Max Monster. Okay, bin unterwegs. So, Lesrak. Und los geht's. Oh, der kommt da rein. Alles klar. Umbreon. Feuerschutz. Los, zeigt euch! Feuerschutz. Bin dabei.
Soll ich den schon extrahieren? Komm, einmal evakuieren, damit er sicher weg ist. Und bereit zur Evakuierung. Na, jetzt kommen, glaube ich, die Viecher runter. Hier ist Firebrand. VIP ist in Sicherheit. Und jetzt kommt's. Aber wir haben zwei Leute in Overwatch. Drei normale Trooper. Advent-Einheiten gesichtet. So, jetzt gibt's hier einen Sniper-Schuss in your face. Boah, ein Bugfisch schießt schon wieder daneben. Erledigt. Muss mich zusammenreißen. Meine Güte. Ja, musst du mal. Also dieser Einsatz ist gar nicht so gut wie von Bugfisch. Manus 1-5, die Zeit läuft davon zum Evakuierungspunkt. So, hier raus. Raus mit dir. Bin dann mal weg. Umbrian. Verstanden, Max. Raus. Packen wir die Sachen. Und Umbrian. Rücke zu Zielkoordinaten vor. Raus. Ich hau ab. Puh. Männers 1-5, Status bestätigt. Mission. Zwei verwundete erfüllt. Soldaten. Piu. Weiter. Größter verursachter Schaden Umbreon. Meiste Angriffe ausgeführt. Max Monster. Häufigste Angriffe Umbreon. Sieht gut aus. Trefferquote 100% kann eigentlich nicht sein. Vielleicht zählt es nur von einem der Soldaten, aber gut. Alles klar. Schwer verwundet können die ja jetzt eigentlich nicht sein. Hier, der Lester hat sich eine Beförderung verdient. Unterstützungsfeuer schießt eine Salve, die das Ziel niederhält und einen Reflexschuss ermöglicht, wenn es sich rührt. Die Zielsicherheit des Ziels ändert sich um minus 50, das ist schon mal sehr gut. Oder ein Sprengschuss. Schießt einen Kugelhagel auf die Deckung des Ziels, um sie stark zu beschädigen oder zu zerstören, fügt dem Ziel selbst aber keinen Schaden zu. Nee, ich möchte hier niederhalten, das ist super. Alter. Wir gucken alle so. Ja gut, die ersten beiden, weil sie verwundet sind. Katja Castillo. Katja Castillo. Feindliche VIP. Hallo, Commander. So, Max Monster, Wille wiederhergestellt und erhöht. Soldaten, die sich im Status erschüttert erholen, indem sie gute Kampfleistungen zeigen, bekommen ihren Willen wiederhergestellt. Jawohl, super, so wollten wir das doch haben. Puh, aber der Einsatz war schon haarig. Wir gucken mal eben. Nachdem die Rückkehr des Commanders herumgesprochen hatte, gab es bereits einen Rekrutierungsschub für den Widerstand. Sie brauchen ebenso einen Anführer wie wir. Und jetzt erwarten sie von uns, dass wir die Aliens dort treffen, wo es weh tut. Oh, 5 und 7 Tage verwundet. Viele Leute, die Advent angreifen wollen. Ganz schön heftig. Das wird gerade erst interessant. Okay. Fortschrittliches Kriegszentrum. Gucken wir mal, was ist denn da los? Ja, hier liegt der Umbreon und der Lestrak da hinten. Und auch hier, wer ist das nochmal? Irgendjemand war noch verwundet. Eieieiei. So, Vorratslieferung muss immer noch eingesammelt werden. Okay.
Landebahn, Widerstandskontakte, nicht jetzt. Vorratslieferung, da unten. Da kriegen wir Wissenschaftler. Was war das hier nochmal? Prioritätseinsatz, Geheimeinrichtung. Ich glaube, das mache ich aber erst, wenn wir den fünften Soldier haben. So, wir gehen mal nach hier unten und holen uns da die Vorräte. Guerilla-Taktikschule einsatzbereit. Sehr schön. Da können wir jetzt mal gucken. So Alien-Dummies. Okay. Bildet einen Rekruten zu einer spezifischen Klasse aus. Das ist doch nice. Ist doch nice. Was nehmen wir denn? Wir nehmen... wir brauchen einen Ranger, ne? Mal Engai zu einem Ranger. Ausbildung beginnen. So. Okay, neue Kampftaktik. Oh, hier können wir Kampftaktiken machen, okay. Hier können wir die Truppengröße erhöhen, das ist schon mal gut. Feinde lassen bei jedem Beuteabwurf einen zusätzlichen Gegenstand fallen, das ist auch nicht schlecht. Blitzangriff Einheiten erhalten für die ersten zwei Kampfrunden plus 3 Mobilität. Okay. Jeder Kill bringt mehr Erfahrung. Oh, das ist wichtig. Das kaufen wir. Und wir kaufen auch die Truppengröße. Und dann sind wir wahrscheinlich erstmal... Waffenkammer. Was ist hier Neues? Soldaten anzeigen. Ach ja, hier in der... Ach hier, Backfisch hat noch... Soldat befördern. Ach, jetzt gilt das auch rückwirkend. Das ist ja nice. Okay, ich bin immer noch Unterstützungsfeuer-Fan. So, in der Umrahmen. So, schnell ziehen. Das Abfeuern der Pistole als erste Aktion beendet nicht mehr länger deine Runde. Okay, also kann ich quasi zweimal schießen damit. Zweimal schießen mit blitzschneller Hände, dreimal schießen. Ja. Oder Tod von oben. Das Ausschalten eines von niedriger Position befinde ich mit dem Präzisionsgewehr erfordert nur eine Aktion und beendet die Runde nicht. Das ist auch ziemlich nice. Weil da wir dem Umbrennen so ein Pistoliero machen wollen. Wäre Schnellziehen ja gar nicht so verkehrt. Zweimal schießen, wenn er eine ordentliche Knarre kriegt. In dem Schnellziehen. Ach, Cartman war verwundet, genau. Ja. Okay. So. Wir brauchen dringend irgendwie Ingenieure oder sowas, ne? Ja, wir können... Können wir da was? Freiräume können wir nicht. Ingenieur benötigt, wir haben keine. Ah ne, doch, wir haben hier... Der ist verfügbar. Freiräume. Ich will gucken, was das mit diesen Maschinen hier auf sich hat. Eigentlich hätte ich... das erst freiräumen sollen und dann hier dieses eine Ding dahin bauen sollen. Was uns noch fehlt, um die experimentellen Waffen zu machen. Aber gut. So, 20 Tage. Kann man das eigentlich abbrechen? Kann man nicht abbrechen, okay. Technikabteilung. Commander? Was haben wir denn hier noch Schönes? Auf
Offiziersleiche, okay, Viper-Leiche. Soweit ich es beurteilen kann, beruht die Advent-Technologie und das meiste, was in den Stadtzentren passiert, auf Variationen und Verbesserungen von Technologien, die bei der Invasion genutzt wurden. Je gebräuchlicher das Zeug wird, desto leichter finden wir Komponenten, die mit den Hybridsystemen der Avenger zusammenarbeiten. Unsere Forschungen schreiten wie geplant voran, Commander. Okay, Forschungen laufen. Ich muss zugeben, es ist spannend unter den schwierigen... Weiter die Vorräte. Alles klar, zum HQ zurückkehren. Kurs auf Sektor 13, Südafrika. Vielleicht kriegen wir ja noch irgendwie mal einen Ingenieur oder sowas. Neues Personal rekrutieren. Scan-Bonus, Schnellbau, medizinische Unterstützung. Ja, hier ist ein Ingenieur, den brauchen wir. Rekrutieren. Schnellbau. Widerstandsfreiwillige helfen beim Bau. Kaufen. Okay. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. Und jetzt haben wir ja noch einen Ingenieur. Das heißt, wir können das hier auch freiräumen. So. Dann scannen wir hier mal mit etwas schnelleres Heilen. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso fast. Diese magnetischen Waffen ähneln den alten Railgun-Projekten und feuern Projektile mit extremer Geschwindigkeit ab. Ein bisschen Tonverzögerung. War nice. Magnetgewehr zur Fertigung, Splitterkanone, Magnetpistole, das ist wichtig für den Umbrun wahrscheinlich, und Gausswaffen können wir erforschen. Sehr schön. Betäubungslanzen, Autopsie. Wertvolle Informationen auf dem Datenpad, noch ein Datenspeicher. Plattenrüstung Psionik dauert super lange. Gausswaffen 11 Tage. Ich glaube, das erforschen wir mal. Die Betäubungslanzenträger wurden scheinbar vor dem Hintergrund entworfen, sie in den Stadtzentren zur Wahrung des zivilen Friedens einzusetzen. Obwohl sie Waffen bei sich führen, die auch für nicht tödliche Angriffe ausgelegt sind, deuten jüngste Berichte eine zunehmend aggressive Haltung dieser Einheiten an. Okay, dann gehen wir nochmal hier hoch. So, schnelleres Heilen weiter. So, Enger X, Soldat anzeigen. Ja, ich habe ihm hier dieses Ding ja aufgesetzt. Der ist jetzt unser neuer Ranger. Eine Waffenverbesserung geben? Ne, wir haben keine. Ist klar. So, dann können wir doch direkt den nächsten hier reinschwecken. Plastiklöffel. Oder einfach nur. Oder den Professor Creep. Müssen wir den Professor Creep mal hier rein. Wir brauchen... Ich finde, wir brauchen noch mehr Ranger. Da arbeitet er, der Professor. So. So, schneller heilen ist ja ganz schön und gut, aber ich glaube, wir gehen mal nach hier oben. Weil da gibt es einen Wissenschaftler.
Neue Ziele, Guerilla-Einsatz, Ziele überprüfen. Commander, aufgrund der Vielzahl von Kontakten, die wir hergestellt haben, erhalten wir Unterstützungsanfragen von mehreren Orten auf der Welt. Leider reichen unsere Ressourcen nur aus, um einer dieser Anfragen nachzukommen. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Okay, Schwierigkeitsgrad Mittel. Wir würden einen Ingenieur bekommen. Das ist schon mal ziemlich cool. Einen Monat lang die Kosten im Ruf. Ja, okay. Und was haben wir hier? Wir haben hier ein leichtes. Wir bekommen einen Wissenschaftler. Okay. Auch einen leichten oder einen Mittel. Also ein neuer Ingenieur, ich weiß nicht, wäre nicht so übel, ne? Behindert düstere nächtliche Advent-Überfälle, erhöht einen Monat lang die Kosten für Rekruten um 100. Und hier... Advent-Legierungspanzerung verleiht Advent-Einheiten zusätzliche Rüstung. Könnt ihr sagen, ich bin ein Schisshase, aber ich würde den hier zuerst nehmen. Setze Kurs auf den südafrikanischen Sektor. Da sind sie, unser Team. Gucken, wie wir das beim nächsten Mal zusammenstellen. Bis dahin, have fun, euer Koali.